Schuhe ohne Sohlen, Bartläuse? Klasse Idee. Was ist das? Scheint ein Aufzug zu sein. Okay, das scheint, als ob wir da hoch müssen. Relativ einfach. Und dann schauen wir uns hier erst nochmal um. Warum? Oh, ist nur Zufall, dass man hier drüber laufen kann. So, gibt's hier noch was? Nein. Dann gehen wir einfach mal hier wieder raus. Gamma. Mann. Hä? Wo ist eigentlich... Gott sagen, wo ist unser nächstes Ziel? Scheint hier zu sein, oder? Carolyn, Carolyn, wer ist... Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder... Oh. Oh Gott. Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Okay, dann denk mal. Wenn du schön, wenn du mir sagst, wer das ist, ob ich aufpassen muss, oder... Hier, einfach mal alles aktivieren, einfach Schalter drücken. Och nö, oder? Was ist das denn jetzt? Eine weiße Flüssigkeit auch noch? Das wird ja lustig. Oh, macht das Zeug schon wieder Krach. Was machst du? Macht das weiß? Bin ich jetzt gespannt? Gar nichts? Kann doch nicht sein, irgendwas muss das doch machen. Boing. Hier kann man nicht mal Portale setzen. Achso, auf dem weißen kann man Portale setzen. Das ist ja cool. Hat sich das Weiße jetzt abgeschaltet? Warum kommt hier nichts mehr? Hier. Das muss doch alles irgendeinen Zweck haben. Die Details sind richtig geil gemacht, aber irgendwie fehlt mir gerade. Ja, dass das Weiße benutzbar ist. Ist der Schalter wieder oben? Nein. Komisch. Gut, dann muss das einen Zweck haben, dass ich auf dem Weißen hier was machen kann. Okay, das funktioniert schon mal nicht. So, dann schauen wir uns nochmal um. Kann auch sein, dass ich es wieder knallhart übersehe. Ach, schaut mal an. Das zum Thema knallhart übersehen. So, was bringt mir das jetzt hier oben? Ah, da hinten ist eine Rutschparty, auf Deutsch gesagt. Oh, auf Deutsch gesagt, genau. Nachher flamen sie mich wieder alle. Das muss nicht sein. Ich muss doch irgendwie Portal dahin kriegen. Wartet mal, kann man hier irgendwie springen? Ach so, ja. Und drüben. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Hier ist das eine Portal. Ah, Bett platt machen. Da kommt das eine hin, aber. Wo mache ich jetzt das andere hin, dass wir da rüberkommen? Hä? Bin ich schon wieder blind? Mal schnell rüber nochmal. Kann man ja gleich nochmal die Portale setzen. Da hinten steht Exit, aber das ist falsch. Wo ist denn das richtige Exit? Cooles Bild. Mein New Boss ist ein Robot. Achso, kann man hier schon raus? Was das? Das war's wirklich. Ach, Vogel, töte das Mistvieh. Hm. Weg ist er. Gut, wir gehen, also weiterdenken. Ich denke mal, so soll das gemacht sein hier. Uah. Oder doch nicht? Ne, das kann nicht sein. Hier muss ich doch drüber. Ich muss doch über die Schräge, denke ich mal. Komm schon, nein, nein, nein!
Autsch. Da war ich mal wieder, ja, nicht duldig genug oder geduldig. Oh Mann. Komm schon, nicht platt machen, danke. Ruf, Vogel. Nein, töte ich jetzt nicht. Ja, dann denk mal weiter. Und wir sind drüben. Willkommen im Enrichment Center. Coole Sache. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Fennig-Fuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Komme ich jetzt hier nicht durch? Ich würde gerne die Tests weiter durchführen, aber dann müsst ihr mich erstmal hier durchlassen, Freunde. Von da oben kam ich. Ah, hier ist ein Knopf. Ja, diesmal muss ich sogar mit einem Knopf die Tür öffnen. Mhm. Gefällt mir. Ja, Warnung. Vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Aufzug. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wo kommen wir hin? Vielleicht wissen wir gleich, wer Carolyn ist. Was? Auf zu wackeln, Kartoffel. Kein Ladebildschirm? Das macht mir... Hätte mir fast Sorgen gemacht. Okay, jetzt können wir das Weiße sogar verteilen. Hui, wie das aussieht. Ja, ich muss nur ein bisschen hier mal rumspielern, dann können wir gleich überall Portale hinsetzen. Weil ich noch nicht ganz genau weiß, was wir machen müssen. Da oben ist Exit. Okay. Ein bisschen einfach das Weiße fliegen lassen. Dann schauen wir gleich mal. Das heißt, wir müssen einmal darüber jetzt. Dann verteilen wir da aber noch mal ein bisschen. Können wir da zusammen dadurch? Perfekt. Ah! So, jetzt schauen wir uns erstmal um. Hier gibt's eine Rampe. Okay, vielleicht klappt das ja gleich. Na, du sollst doch da drauf. Kann man so die Richtung verändern, wenn man das... Ja, so kann man die Richtung verändern, wenn man das Portal anders da setzt. Passt. Komm schon. Ein bisschen mehr auf die Rampe. Ich hoffe, wir brauchen das auch nicht, dass ich das jetzt hier umsonst mache. Gut, damit könnten wir jetzt da hochkommen, wenn ich nur wüsste wie. Durch einen Sprung. Ich verteile in der Zeit einfach mal ein bisschen weiter, weil ja, zu irgendwas muss das gut sein, das Zeug. Na? Komm schon. Die Frage ist, wie komme ich jetzt... Da kamen wir raus, okay. Ich will da wieder durch, danke schön. Du
Wie das aussieht. Einfach zu geil. So. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Das ist schon... Ah, da hinten. Ja, vielleicht klappt das, indem ich... Ha! Ich hoffe, das ist auch das so, wie es sein sollte. So, müssen wir das noch woanders machen. Machen wir es einfach da nochmal. So, das haben wir jetzt. Gut, ich denke mal, das reicht dann für den Anfang. Das Geplätscher lassen wir mal, weil gefällt mir. Können wir vielleicht nochmal irgendwo gebrauchen. Was gibt's hier? Hui! Wie das aussieht. Gut, das haben wir. Aber jetzt würde ich gerne noch hier ein bisschen verteilen, damit ich auch irgendwo drauf springen kann. Oh, was hätte ich das Blaue hingesetzt? Das Blaue wegnehmen und dann... Habe ich von hier oben kaum die Möglichkeit, Zeug gut zu verteilen anscheinend. Ob ich das irgendwie schief setzen kann. Eben schon einigermaßen rausgefunden, desto ja, nett so. Und dann probieren wir das mal so. So, gibt es hier noch eine andere Absprungmöglichkeit eigentlich? Ja, hier. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach die hier. Welches haben wir denn da hingesetzt? Das Blaue. So, dann auf geht's. Hoppala. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Dann hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche auf Band, damit sich jeder 100-mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in meinen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zerstreuen und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Aber bevor wir zurückgehen, werden wir hier erstmal Schluss machen. Denn die Zeit ist schon wieder rum und ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in dem Kapitel, das Wiedersehen. Ciao!